Und die Boxen haben sich geöffnet. Boss Sylvan Scarlett an der Spitze wird aber sofort abgelöst von Ana Rosa an der Außenseite. Sehr flottes Tempo. Ana Rosa bringt mit drei Längen das Feld in die Gegenseite. Dahinter sind War Bright und Didona an der Innenseite vor Jolie Fige. Dahinter dann Impression. Dann sieht man Rendezvous an der Innenseite. So ist das Feld Mitte gegenüber. Und das Ganze bei sehr, sehr schneller Fahrt. Am Ende des Feldes ziemlich deutlich Nelly. Die Führung weiterhin bei Ana Rosa, dahinter War Bright mit Didona an der Innenseite. Die Pferde sind Ende gegenüber. Ana Rosa weiterhin vor War Bright, dann Didona Impression mit Jolly Fish an der Außenseite. Sechste ist dann Al Rune. So geht es in den Schlussbogen hinein. Dahinter Rendezvous mit der etwas aufrückenden Sedona. Es geht durch den Schlussbogen. Weiterhin die Führung an der Innenseite. Jetzt wird Ana Rosa abgelöst von War Bright. War Bright geht nach vorne, bringt das Feld in den Einlauf hinein. Deutlich hinter den Pferden sind Kunigonde und Nelly. War Bright an der Innenseite wird angegriffen von Didona. Didona geht nach vorne, Impression ist zur Stelle, an der Außenseite Sedona, dahinter Al Rune und an der Innenseite War Bright. Vancouver Girl hat noch einiges bis nach vorne gut zu machen, das scheint nicht zu gelingen. Didona mit Sedona, Sedona an der Außenseite geht nach vorne, Sedona mit Didona, Sedona an der Außenseite und Didona innen, dahinter Impression und Sedona, Sedona gewinnt vor Didona, dann Impression vor Vancouver auf dem vierten Platz, fünfter Al Rune und sechster Boss. Sylvan Scarlett, der Rest angeführt.